Dieses Game ist manchmal so unfassbar dämlich. Hast du Lust auf Your Kids? Nee. Jetzt, wenn der Kappa-Container da ist, dann können wir Your Kids machen. Dieses Game ist manchmal wirklich so unfassbar dämlich. Das kannst du dir gar nicht ausdenken. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie dumm dieses Game manchmal ist. Scheiben und Zäune sind Endgegner. Ja. Und das Coole ist halt, die können halt jedes Mal da durchschießen. Das ist so dumm. Der hat sowas von einem Headshot gekriegt und hat keinen Killer-Helmet auf. Ich hätte es ja verstanden, wenn er jetzt einen Killer-Helmet auf hätte. Dann hätte ich gesagt, okay, gut, PS, braucht ein bisschen, bis er pennt. Und der Rest ging in die Brust. Aber er hat keinen Killer-Helmet auf. Und, nice. Das ist so dumm. Das Game ist manchmal so dumm. Ein richtiger Dünnschiss. Das ist halt der Grund, warum ich nie Infights mache und die Leute nur noch Sniper, damit die sich nicht irgendwie auf einmal umdrehen und du instant einen in die Fresse kriegst. Ich hasse es. So dämlich. Das ist ja eben der Grund, weil du sie nicht triffst. Und der war toter als tot. Also entweder hat der Desync an oder irgendein Hack. Und ich plädiere aber auf Desync, weil Hacken call ich immer nicht so einfach so. Das war übrigens, by the way, auch mit Shift geschossen, ne? Also, ruhig halten. Nix mit Sway und so. Nö, konntest du alle da lassen. Ich löse sie danach ein. Ohne alle. Ugh.
Das ist halt ein fucking Joke, Alter. Das ist so ein fucking Joke. Das ist halt scheiß BS-Ammo. Wollt ihr mich verarschen? Was ist mit diesem Game nicht in Ordnung? Das ist scheiß BS-Ammo. Der hat halt locker 20 Hits gekriegt. Sie nicht ausdenken. BS macht viel Damage. Ja. BS ist halt mit die stärkste Ammo. Aber BT bringt dir nichts gegen A's Wahl, Leute. BT bringt dir nichts gegen A's Wahl. Weil die Jungs tragen Sucks und sowas. Und da hast du mit BT schlechte Chancen. Das ist so dumm. Das ist so dämlich. Als wenn die Hits nicht registriert werden oder irgend so eine Scheiße. Der hat halt 20 Mal geblutet. BS nur 15% Con. Was ist Con? Ich höre dich selbst. Der ist ein Rasmus. Was ist denn Con? Kommst du denn auf die Zahl hier? Ihre Ammo mit BS. Das ist so dumm. Das ist wie der Typ davor. Das ist so bescheuert. Genau deswegen mache ich halt keine Infights. Und deswegen spielen auch alle A's Wahl. Das war ein ganzes Magazin. Da waren so viele Hits dabei. Ich würde ja nichts sagen, hätte ich kartoffelt oder so. Aber ich habe halt nicht kartoffelt. Das ist halt wie der davor. Das ist halt unnormal. Ohne Scheiß, die sollen mal diese scheiß hässliche Pinksperre reinmachen endlich, dass die Leute sich verpissen hier von den Servern. Dass sie halt nicht ausdenken, den Mist. Ach, hör auf mit der Scheiße, Mannix. Nee, was laufen und schießen? Ich sitze meistens, wenn ich schieße. Ich drück sogar Shift, wenn ich schieße, im Fight, wenn ich sitze. Und da war nichts mit vorbeischießen. Da hat so viel Blut gespritzt. Und der davor auch. Bei dem hat auch Blut gespritzt. Das ging direkt in die Fresse rein. In den Helm. Du bist gerade nicht mal stillgestanden. Ich weiß aber, wenn ich was treffe und wenn ich Blut sehe, dann habe ich was getroffen.
Und da war mehr als genug Blut. Ja, das kann aber nicht sein. Mannix, das ist wie der davor. Das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, das darf auch nicht sein. Wie gesagt, der davor, die Runde, der war mehr als tot. Der war toter als tot. Und der auch. Den brauche ich mir halt keine BS-Ammo kaufen oder spielen. Ich habe dem auch einen Headshot gegeben gerade, Manik. Dem davor auch. Ich glaube, Nikita hat BS mit PS verwechseln. Glaube ich halt mittlerweile auch. Oh, hier ist auch so ein Ding. Ein Beard-Eul, schade. Ich bin ja auf dem Endscreen gespannt. Der 10-Header waren das definitiv nicht. Der davor ja. Der nicht. Headshot sollte 99% tot sein. Mhm. Haben wir bei dem davor gesehen. Das haben wir bei dem davor gesehen, wie der zu 99% tot war. Nämlich gar nicht. Der war nicht tot. Ja, beim Ding war jetzt schon einer dran, ne? Beim Kraftwerk. Sieg. Ja, da gucke ich jetzt auch noch rein, André. War der nicht hier? Ne, der war ein zweiter, ne?
Nee, das war weiter da. Wozu sind die Stoffe? Für Barter-Trades und für eine Quest, wo du neue Sachen bekommst. Kriegst ein neues Outfit dazu. Twitch Prime ist. Nee, brauchen wir nicht, Grottenvolli. Nee, brauchen wir nicht. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, Stoffe zu finden. Aktuell. Keine Ahnung. Wie viele Hits haben wir gemacht? Wir haben 400 Damage gemacht. Und 13 Armor Damage. Twitch Prime ist. Und wir haben 13 Hits gemacht. So. War nix. Sieben Hits reichen nicht, um Beine, um Arm und Beine zu töten. Doch. Mit PS schon. Das sind 13 Hits. Die 13 Hits hat schon alleine er gekriegt. Die hat schon alleine er gekriegt, 13 Stück. Ich habe 400 Damage gemacht. Auf wie viele Leute? Die beiden haben einen Headshot gekriegt. Das sind minus, sagen wir mal, 70 HP. Minus 70. So. Wir haben bei ihm 370 Damage gemacht. Ne, warte mal, 340 Damage. Und Armor Damage. What? Auf 13 Hits? Also wir gucken mal kurz rein, was BS an Flash Damage macht, ja? Wir können das ja nachgucken. Wir können das ja nachgucken. Kampfsimulation. PMC. Nee, scheiße. Wo ist denn das? Hier, Schadensrechner. Rechter Arm. Munition wählen. BS. Rechter Arm. Rechter Arm ist ein Hit. Rechter Arm ist ein Hit. 395 AP. Noch ein Hit. 362. 338. 314. 319. Dann gehen wir noch aufs Bein. Bein weg. Das andere Bein ist auch weg. Nochmal, der hat eigentlich nichts mehr. Da geht nichts mehr. Das ist, what? So, und wenn ich mit BS. Scheiße, jetzt haben wir. Ich weiß nicht mehr, was für ein Helm der andere Typ hatte. Du musst 12-mal treffen, wenn du nicht einen Kopf oder Thorax nimmst. Maga, der hat auch Thorax-Hits gekriegt. Du musst ja sehen, er hat hier welche gekriegt, er hat da welche gekriegt, er hat in den Beinen welche gekriegt, der war doch schon 500-mal tot, Mannix. Ich bin doch nicht doof. Und sogar auf den Kopf, aufs Gesicht. An der Ecke, als er rumgeguckt hat, hat er sogar einen ins Gesicht gekriegt. Also, I don't know. Für mich war der schon viel früher tot. Weitaus früher. Und von dem davor müssen wir gar nicht reden. Also, der davor war ja noch schlimmer.
Der davor hat ja direkt auf den Helm gekriegt und ist nicht gestorben, so. Mehr als genug. Deswegen ist halt Asvalspielen schon gar nicht so unclever. Oder zumindest die ganzen starken Waffen. Weil du halt, damit wirst du diese Probleme einfach nicht haben. Damit wirst du die Probleme einfach nicht haben, weil du so viel Damage Output hast, dass das kompensiert wird. Ist aber ein bisschen assi, wenn du die Scheiße nicht spielst und den Leuten halt wirklich, wenn du sie hittest und sie halt einfach nicht umfallen. Nee, nicht ganz. Danke. Thank you. Ach so, warte mal, meine Skeps sind wieder da, Chat. Vielleicht haben sie ja was Schönes dabei. Nee, ich mache, wenn ich den Rottenpulli, wenn ich die Dings habe. Are you fucking serious? Dreimal Fuel Conditioner? What? Schön dreimal Fuel Conditioner, Chat. Schön dreimal Fuel Conditioner, Chat. Aha. Hey Mannix, ich habe das auch nicht als Ärgern verstanden, du. Ich habe das nicht so verstanden. Wir können gerne über sowas reden. Ich gestehe mir gerne meine Fehler ein, du. Also es ist auch immer gut, wenn man gewisse Dinge in Frage stellt. Man sollte Streamern nicht immer nur Zucker in den Arsch blasen. Alles gut. Und wenn ich falsch liege, dann ist das ja auch richtig. Also, alles in Ordnung, Mannix. Hey, Malle Moinsen. Und den machst du aus 50 Meter One-Taps, ja. Es gibt schon manchmal so strange Sachen. Das ist, super weird. Irgendwas hatte ich gerade einen weißen Punkt. Oder? Hey Manson, Dankeschön für den 15. Okay, weitermachen. Vielleicht da.
glaube, meine Waffe stand auf Singleplayer, Single Shot, I don't know. Aber ich fand fand's gut. Ich habe einen Headshot gekriegt und dann hat er erst angefangen zu schießen. Den fand ich gut, Chat. Also der hat mir sehr gut gefallen. Der hat mir wirklich gut gefallen, Chat. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Yes. Sehe schon, Interchange läuft wie Zucker, Junge. Interchange läuft wie Zucker, Chat. Ah, Interchange. Nice rework, by the way. Sorry, da muss ich auch mal ein bisschen reinmimen. Ausdenken. Also gefühlt ist auf Interchange der Desync einfach richtig brutal. Also richtig brutal. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin oder so, oder ob das nur bei mir ist, oder ob mein Internet einfach broken as fuck ist heute, aber alter Verwalter ist der Desync brutal auf Interchange. Ja, wir können halt wirklich schon unser Best-of aus Toten machen. Mittlerweile. Die halt auch nicht stirbt, so. Wie er halt aber auch nicht stirbt. War das ein Headshot? Nee, der ging in die Schulter.
verstehe auch nicht, warum ab und zu der Feuermodus einfach irgendwie scheinbar gewechselt ist. Also ich habe den Feuermodus, by the way, nicht umgestellt. Fockel habe ich noch nicht gefunden. Und Badöl auch nicht. Wann kommt eigentlich der Vibe? Keine Ahnung. Nie. Nächste Woche Donnerstag. What the fuck? Morgen früh. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit im Liga oder so. Ich bin schon, laufe alle Spawnpunkte ab, die ich kenne. Ich habe das in dem auf dem Account noch nicht einmal gefunden. Badöl. What's PP? Gockel habe ich auch nicht gefunden. PP mean hand? You mean the weapon?
Dude, I don't know what's PP. Do you want to see my penis? What's PP? What does PP mean? Penis? Should I pee with my penis? I don't understand, man. My penis is pretty good, thanks. Get a nice shower in the morning. Thanks for asking. And a nice pee. So, yeah, it was great. Yeah. Here we go, chat. Nice. So jetzt müssen wir noch den Goggle finden. Bretterbude. Du Pfeife.
Boah, Reserve kann ich nicht mehr sehen, Alter. André, ich kann Reserve nicht mehr sehen. What the fuck? Ein Keck? Oh, ein Keck haben wir gefunden. Neue Items sind drin. Neue Escapes sind drin. Die Meter shifted, Leute. Hatchling Runs. Hatchling Runs all the way. Juhu! Draußen sind noch Leute am Schießen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, hinten ist auch noch was los. Ja, nee, Labs, danke. Lass mal gut sein, ey. Dann gehe ich lieber Customs 100 Mal und mach die Saves da alle auf. Bevor ich mir das reinziehe. Jungs und Mädels. Nee. Red Keycard Room vielleicht. Das wäre dann relativ schnell gemacht, glaube ich. So 4-5 Runs. Das spawnt er relativ häufig drinne. Keck braucht man für die Textur, für die weiß ich gar nicht. Was an Lab so schlimm? Infighten mit D-Sync und ich. Also D-Sync wäre nicht schlimm, wenn man viele Headshots macht, aber ich mache nicht viele Headshots. Und demnach ist das für mich leider nicht so cool. Ich bin halt absolut kein Infighter, außer ich habe eine Mosin. Mit dem Mosin sehr gerne, aber so nicht.